Willkommen zum Krone.at Live Talk hier direkt aus dem Newsroom der Kronenzeitung mit einem besonderen Gast, nämlich einer der erfolgreichsten Musiker Österreichs, MC Janko. Du bist ja sehr erfolgreich, vor allem international, besonders in den Balkanländern. Wie kam es dazu, dass du eigentlich außerhalb von Österreich bekannter bist als in Österreich? Hallo erstmal. Ja, keine Ahnung, das hat sich vielleicht so ergeben, dass ich eigentlich in den österreichischen Clubs als DJ mal gearbeitet habe, doch halt in den Balkan-Clubs gewechselt habe. Und dann ist das halt immer mehr und größer geworden. Da habe ich an eigenen Songs gearbeitet. Und ja, das hat sich eigentlich dann transportiert in den ganz Balkan. Und das Transportieren geht ja mittlerweile auch ganz einfach mit YouTube, Facebook, Social Media. Genau. Du hast über 200 Millionen Views. Also das musste erst einmal einer nachmachen. Jetzt kann man sich von den Views selber ja noch nichts kaufen. Das passiert dann bei den Gigs mit deinen Gagen. Was waren denn so die größten Gigs, die dir heute noch Gänsehaut verursachen, wenn du daran zurückdenkst? Größter Gig. Am Anfang war das damals in Montenegro, in Belo Polje. Da war ich zu Gast beim Dado Polumenta und das waren glaube ich, 45.000 Leute. Und dann singen die deinen Song, da denkst du dir, wie geht der Text jetzt, was? Ja. Also das war wirklich Gänsehaut. Ja. Es ist eigentlich immer Gänsehaut, weil wenn man anfängt und die Leute übernehmen dann und das ist eigentlich jedes Mal eine Gänsehaut und eine schöne Erfahrung. Wann kann man denn so einen Gänsehautmoment demnächst erleben? Wo wirst du denn spielen, wo man dich sehen kann? Tja, heute in Wien, Club Village. Ah, großartig. Genau. Und ich glaube, Donauinselfest habe ich auch was munkeln hören. Ist das schon bestätigt? Ja, das ist bestätigt, und zwar auf der Kronebühne. Ah, großartig. Krone-Hit, genau. Sehr fein. Du hast mit ganz großen Acts schon zusammengearbeitet und standest auch auf derselben Bühne wie Pitbull und Sean Paul, also wirklich internationale große Stars. Hast du von denen was mitnehmen können? Lernt man da was? Zieht man sich da was ab? Oder geht man einfach getrennte Wege, jeder geht auf die Bühne und Handshake und klar, man lernt sich kennen, aber es sind nicht alle so, dass sie die Vorprogrammgruppe kennenlernen möchten. Beim Pitbull war es so, da haben wir uns kennengelernt. Ich habe auch sehr positive Sachen, also sein Auftreten auf der Bühne, sein Verhalten, also super professionell. Dann hat es ein paar Sachen gegeben, was mir halt nicht so gefallen haben und man nimmt sich da beides mit. Also das mache ich auf jeden Fall nicht. Ja. Und das andere auf der Bühne, sein Verhalten und das Ganze, die Professionalität, also das war sehr positiv. Ja. Gibt es denn einen Star, mit dem du noch gerne zusammenarbeiten würdest, mit dem du sehr gerne einen Song aufnehmen würdest? Eminem. Ja, genau. Das ist ein richtig großer. Genau, das ist ein richtig großer. Aber wir müssen den Daumen halten, dass es klappt. Wie sieht es denn aus mit den nächsten Projekten? Du hast ja auch schon mal mit Vera zusammengearbeitet, damals Charlie. Ja, genau. Ja. Oder Lucy Skye hattest du auch schon im Video. Genau, im Video, ja. Genau, dann auch René Rodriguez. René Rodriguez, also du arbeitest ja schon mit großen DJ Antoine, Namen auch. Genau. Ja. Was wäre denn dann noch so ein demnächst erreichbares Ziel außer Eminem? Ja, auf jeden Fall kommt noch ein Song mit dem René. Und dann kommen halt mit Deep Criminal, das ist auch ein Crewmitglied von mir. Wir möchten einen Schritt ins Internationale mehr machen. Also das ist mein Ziel. Deswegen auch die englischsprachigen Songs wahrscheinlich. Man muss natürlich dazu sagen, also die meisten Songs gibt es dann entweder zweisprachig oder du machst viele Songs, die entweder in Englisch sind oder quasi Muttersprache. Apropos Muttersprache, du bist ja Österreicher. Ja. Wie tust du dir denn mit der etwas schwierigen österreichischen Musikbranche? Ja, das ist ziemlich schwer. Die österreichische Musikbranche ist ziemlich, wie soll ich sagen, von den ganzen Radiosender und TV-Sender wird man nicht so gepusht und supportet wie zum Beispiel auf dem Balkan. Auf dem Balkan ist man herzlich willkommen, wenn er was Gutes abliefert. Und hier gibt es aber so gute Talente und so gute Songs, die werden überhaupt nicht gefeatured. Und das finde ich halt ziemlich schade. Hättest du eine Idee, was man anders machen könnte? Glaubst du, liegt es daran, dass du elektronische Musik machst und Österreich vielleicht eher das Rock-Pop-Land ist? Nein, ich glaube, es ist eher, weil ich halt ziemlich stark in den Balkanbereich bin und die Leute stempeln mich halt ab. Der macht ja Balkan. Der macht Balkan. Das, glaube ich, ist es eher. Obwohl das eine große Zielgruppe ist. Ja, genau. Auch ich bin halb Kroatin, also in diesem Sinne. Ich verstehe dann sogar die Songtexte. Ja. Hast du das Gefühl, dass die Fans anders sind? Also wenn du jetzt vergleichst Balkan, also zum Beispiel Kroatien oder so, mit Österreich, gehen die mehr mit oder sind die verhaltener? Gibt es da irgendwie eine Differenzierung? Ja, die Balkaner trinken auf jeden Fall mehr. Das ist eindeutig. Aber alle machen Party, alle lieben es zu feiern. Und super Publikum auch hier, super Publikum Kroatien, Serbien, Bosnien, egal wo ich unterwegs bin. Immer das beste Publikum, ja. Was mich ja immer schon interessiert hat an DJs und MCs, feiert man da eigentlich jedes Mal mit? Und wenn ja, wie haltet man das aus? Es ist immer so, wir feiern nicht immer mit. Ab und zu feiern wir mal mit, aber meistens machst du eine Show und dann musst du schon zur nächsten. Weil es halt, heute spiele ich, zum Beispiel heute bin ich hier in Wien und morgen bin ich in Italien. Das musst du mal schaffen. Und Privatjet
kommt ja erst. Darauf arbeiten wir hin. Genau. Jetzt muss ich dich was Unverschämtes fragen. In welchem Bereich bewegen sich denn deine Gagen? Was kann man sich vorstellen, was man da so ungefähr verdienen kann, wenn man MC werden möchte? Jetzt kommt nämlich der Profi. Okay. Man sollte das aus Liebe machen, so wie ich es mache, und da zählt die Gage nicht so. Mhm. Das heißt, du suchst auch Gigs aus, nicht nur nach Kohle, genau, sondern auch nicht nur nach Kohle. Es ist, wenn ich sage, hey, dort möchte ich jetzt spielen, dann da schaue ich nicht auf, also aufs Geld. Das Geld ist eine Nebensache. Und der internationale Erfolg, ist dir der dann wichtig, wegen den Verkaufszahlen, oder weil du einfach sagst, du möchtest einfach mal schauen, wie du in einem anderen Markt ankommst? Genau, ich möchte größer und größer werden. Also das ist, ich möchte mit meiner Musik, also Music Connecting People, und ich möchte größer und größer werden. In Amerika ist es natürlich wahrscheinlich schwer, als Europäer auch in den Markt reinzukommen. Was sind da die Pläne oder wie willst du das angehen? Ja, im Oktober bin ich auf Tour in Amerika. Wirklich? Genau. Wow, welche Stops hast du schon? Kannst du schon was verraten? Ja, St. Louis, New York, Chicago, dann Miami, Las Vegas, also doch. Also das, ja, also da halte ich die Daumen, dass das ganz gut läuft, ja, und dass du dann auch gleich in die Charts kommst. Könntest du dir vorstellen, Österreich zu verlassen und vielleicht in ein Land zu gehen, wo deine Musik mehr Aufmerksamkeit und mehr honoriert wird? Ich glaube, auch wenn ich mal auswandern würde, würde mich immer was ziehen, nach Österreich wieder zurückzukommen, weil da sind meine Freunde, das, da ist meine Familie. Dasselbe wie am Balkan, da bin ich auch sehr gerne, weil da ist auch die Verwandtschaft und alles. Man geht halt gerne hin und verbringt ein paar Tage. Das heißt, Heimatbegriff ist für dich? Heimatbegriff ist Österreich und Balkan, also beides. Ich fühle mich hier wohl und ich fühle mich auch unten wohl. Wunderbar. Und vor allem im kalten Winter ist es da unten wesentlich wärmer und schöner. Ja, nicht überall. Ja. Vielen lieben Dank fürs Interview. Danke dir. Ich wünsche dir ganz viel Glück, vor allem auf deiner Amerika-Tour, und hoffentlich, dass du uns Österreicher dann nicht vergisst und trotzdem uns mit einigen Clubauftritten und Konzerten beglückst. Auf jeden Fall. Danke nochmal und toi 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 für deinen Gig heute Abend. Vielen Dank. Und danke fürs Zusehen.